Weinend anrufen, weil die Kinder am Rollstuhl sitzen und nicht mehr schlucken können. Die verhungern, die kriegen eine Magensonde. Wir haben schwer kranke Menschen hier. Das ist nicht hier, wir sind müde. Also das ist schlimm. Ich bin jetzt in erster Linie mal hier, nicht um zu erklären, was wir alles schon machen oder gemacht haben, sondern um zuzuhören. Fakt ist, wir haben 2,5 Millionen Betroffene, die nach der Pandemie nicht mehr genesen sind. Das sind WHO-Zahlen allein in Deutschland. Und es sind viele Menschen, die praktisch jetzt dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen haben wir heute die Veranstaltung unter dem Fachkräftemangel aufgezogen, weil wir auf nicht genesen viele junge Leute haben, die gar nicht ins Arbeitsleben starten können, die ihre Lehre nicht beginnen können, nicht studieren können, die in ihren Betten liegen, mittlerweile 4 Jahre und dringend auf die Politik hoffen. Was neu dazu gekommen ist, ist das sogenannte Medizinforschungsgesetz. Das bringen wir gerade auf den Weg. Das bedeutet, dass Unikliniken und auch andere Forschungsgruppen sehr viel schneller in Deutschland klinische Studien entwickeln, ans Netz bringen können, durchführen können. Gäbe es nicht die Möglichkeit, ein deutsches Forschungszentrum, weil wir werden diese Erkrankungen nicht mehr loswerden, die werden dauerhaft bestehen, warum es nicht möglich wäre, eventuell es anzustoßen, ein deutsches Zentrum der Gesundheitsforschung für postinfektiöse Erkrankungen. Vielen Dank. Da werde ich mich dafür einsetzen und werde auch mit der Bundesforschungsministerin darüber reden. Das ist gar keine Frage, solche Kompetenz aufzubauen, ist dringend notwendig. Wir haben weiterhin keine gute Therapie. Das ist leider so. So, nun, diese Debatte heute hat natürlich gezeigt, dass die Wissenschaft, dass die Gesundheitspolitik, aber dass natürlich auch der Arbeitsminister hier gefordert sind, zu lösen. Warum gibt es bei 2,5 Millionen Erkrankten keine Bestrebungen, ein Forschungszentrum aufzubauen, wo eine Forschungsverstetigung stattfindet? Das muss ja nicht ein Forschungsvolumen von 100 Millionen sein, wie es bei Krebs ist jedes Jahr. AIDS, als das aufkam, haben wir eine riesengroße Forschung angefangen und ins Land zu bringen. Und das müssen wir wieder machen. Wir sehen es eigentlich immer noch so, dass es zur Pandemie als Nachsorge dazu gehört und dass deswegen hier auch besondere Maßnahmen und Mittel aufgefahren werden müssen.